Können wir gleich dabei bleiben, weil das ist das, was ich dir gestern geschickt habe. Der Hyundai Inster, der hat es mir auch ein bisschen angetan. Also, Ah, ja, den hast du gestern geschickt. Ja, das ist. der ist von der Größe wahrscheinlich zu vergleichen. Ja, der scheint wahrscheinlich noch ein bisschen pragmatischer zu sein. Ja, er ist optisch ein bisschen pragmatischer, aber das ist auch ein nettes Auto. Aber ich hab noch halt nachher nochmal ein bisschen so geschaut und verglichen. Der ist halt wirklich ein kleines Auto, gell? Ja, das muss aber per se gar nicht schlecht sein, weil es kann auch, wenn das sinnvoll gemacht ist. Kann der innen schon relativ viel Platz bieten? Das schon, aber der bietet halt nicht mehr Platz wie ein Opel Corsa zum Beispiel. Ein Opel Corsa ist sogar eine Spur länger. Gut, wäre jetzt als Beispiel für mich, wäre es vollkommen wurscht. Für mich ehrlich gesagt auch, weil Ja. ich bring da Frau und zwei Kinder für einen gemütlichen Tagesausflug ohne Probleme unter. Das hat jetzt so geklungen, als ob das ja alle in den Kofferraum Na, bei dem, einsteckt. bei dem kann man ja, wie man in dem Video gesehen hat, ja alles umkloppen. Also von dem her, die ganzen Bänke umkloppen. Also da kann ich, Also es Frau heißt, und Kinder kann ich. Frau, Kinder gehen in den Die Kofferraum kann ja rein. eigentlich durch, Perfekt. die kann ja eigentlich schön durchgehend stapeln, ja. Genau, da kann man erst das Zubehör, wie heißt dieser Skibeutel, wo man dann alle reinstopfen Ja, kann und dann kann man sie genau. reinlegen. Genau. Na eben, ich finde den Hyundai finde ich Ja, fast na, schon. das, mir kommt da fast ein bisschen vor, es gibt ja, das hat mir leider mal ein Kollege gesagt, es gibt ja in Japan hat es ja diese Microcars gegeben. Genau, ja. Weil die waren ja auch so, weil der Platz halt da so beschränkt war, dass halt ein kompaktes Auto hast, aber wo innen viel Platz ist. Und die haben halt bestimmte Regularien erfüllen müssen, die gleich waren dann auch von der Steuer oder sowas begünstigt. Oder halt von generell da von der Zulassung. Und der kommt, der geht irgendwie so in die Richtung. Und ich finde den innen echt, den finde ich echt cool gemacht. Also ich finde jetzt auf die Schnelle leider das Video nicht, was in Alex Ja, gestern also ich geschickt hätt's habe. da, ich hätt's da. Ah, kopier's mal in Haus gleich in die Show Notes rein, dann haben wir es gleich. Ja, super. Perfekt. Na, das ist, ich habe mir auch gedacht, ich mein, das ist zwar von außen nicht, dass ich mir denke, okay, wow, das ist jetzt Design oder sowas, aber er ist ja nicht schierig. Na, Ich finde, er ist jetzt nicht, er ist halt ein viereckiger Kasten, ja, aber ein Auto es ist ist ja halt. sehr pragmatischer Ja, Ansatz. genau, ja. Aber sonst muss ich da ehrlich sagen. Ich finde halt die Gimmicks, was der für. Also hinten sind halt nur zwei Sitze, okay. Es ist ein Ja, Kleinwagen, gut, also, aber das ich ist ja bringe wurscht. links und rechts sitzt ein Kind. Mit Kindersitz bringe ich da problemlos unter. Du kannst die Rückbänke noch hinten verschieben. Du bringst im Kofferraum trotzdem noch deine Rucksäcke eine. Ja. Deine Tasche für keine Ahnung, wenn du einen Tagesausflug machst. Der hat da Dachreling. Du kannst da halt aufs Dach immer noch oben eine Box drauf tun, wo du Sachen mitnehmen kannst. Also von dem her Genau, dann kannst du die Nachbarn auch noch mitnehmen. kannst du die Nachbarn auch noch einordnen, ja. Und ich finde halt den Stunt mit den angeklebbaren Becherhalter und Tablethalter ziemlich cool. Und ich finde halt das auch ziemlich cool, dass man die Sitze eigentlich alle wirklich um 90 Grad umklappen kann. Also es ist schon sehr durchdachtes kleines Auto. Also gefällt mir. Und er ist halt innen relativ spartanisch, Ich aber das finde muss den kein innen, Fehler sein. ich finde den innen sogar relativ gut gelöst. Also Ja. der Innenraum gefällt mir sogar richtig gut von den Es Auto. ist halt ein kleines, es ist halt ein kleines Auto. Also du wärst halt mit dem genauso, du wärst mit dem halt so, mit so einem Auto fällst du heutzutage auf. Das ist Ja, es. eigentlich, Mit es ist ja eigentlich schon fast traurig, dass mit denen dem auffällst. fällst du auf, weil das ist einmal, der ist halb so groß wie einer von den klassischen SUVs, was in der Gegend rumfahren. Ja, Ja. der ist, ich meine, das kommt jetzt drauf an, wenn du jetzt so in die Richtung, was weiß ich, X5 bis X7 gehst, ist der ein Drittel. Ja, oder so, ja. Also, das ist ja das Nächste. Ich meine, da braucht ein Rafen so viel Gummi wie bei den Auto 4. Genau. Das ist ja das. Also, es ist echt ein nettes Auto. Also, ich weiß nicht, Vor allem, bin aber. was ich da richtig gut finde, ich meine, das finde ich bei Hyundai generell relativ gescheit, dass die einfach die noch Knöpfe ins Auto einbauen.
Ja, es gehen aber jetzt mittlerweile alle wieder ein bisschen zurück zu Knöpfe, also das finde ich auch Na, ich ganz meine, gut. und dass die den Scheiß nie angefangen haben, das war die sinnloseste Erfindung, Touchflächen auf dem Lenkrad. Ja. Das war, wo du denkst, warum erfindet man das? Ich meine, ich habe nichts gegen ein Touchscreen, nur halt, ich hätte halt gern so gewisse Funktionen einfach mit einem Tastendruck. Ja. Also, dass zum Beispiel die Frontscheiben, Belüftung oder Heizung, die soll halt bitte auf Knopfdruck eingehen. Genau, ich will nicht in irgendein Untermenü da noch suchen, ja. Genau, also das geht mal am Wecker. Ja. Ja, ist Und eben, bin einmal gespannt, was der noch schlussendlich in Österreich kosten wird. Der Insta, aber der ist, ja, ist für mich so eine Art Vernunftauto, weil, ja, und was man drin nicht Platz hat, haut man halt aufs Dach drauf und fertig. Dann hat man halt was man drin nicht Platz hat, haut man halt weg. ja, keine Ahnung, will man einmal einen Radlausflug machen oder sowas, und kauft man sich halt dann doch Gepäcksträger fürs Radl. Gibt sicher noch hinten das, was bei der Sto was bei der Beim verstehe, was Heck, da bei der St ja, ja, da gibt genau. sicher Wenn sowas. der Anhängekupplung Vorbereitung hat oder sowas, noch ein Aufpreispflichtige, dann hat man sowas auch zum Beispiel, ja klar. Oder man hat hinten ist natürlich besser zwecks Luftwiderstand, also Reichweite nicht so eingeschränkt. Und sonst haut man das halt notfalls aufs Dach. Man macht es ja nicht jeden Tag. Er hat ein Dachreling, es ist vorbereitet, also da kann man was drauf pappen und fertig. Ich meine, und zum Beispiel, wenn man wirklich auf Urlaub fährt, leicht man sich am Urlaubsort radeln aus. Ja, oder so. Das geht auch, weil Naja, das ist dann relativ. als Urlaubsauto könnte man den jetzt nicht vorstellen. Dafür ist er auf zu klein. Also da bringe ich meinen Koffer unter, ja. Was bockst du ein, bitte? Ja, kommt drauf an, wie lange ich Urlaub fahre. Eine Woche Also Urlaub sind einmal mindestens drei Unterhosen. eine Woche Urlaub fahre ich mit einem Rucksack. Na, 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 aus dem bin ich mittlerweile draußen. Das Und ich meine, und das ist schaffe ich so, nicht. ich meine, und ich brauche ein paar Medikamente, die ich mitnehmen muss, und das geht sich aus in einem Rucksack. Ja, okay. Gut, ich brauche keine Medikamente, aber zum Glück noch nicht. Aber Nein, ich meine, ich muss zum abgesehen vom Beispiel mein. Antihistaminikum, aber sonst? Nein, ich muss mein Asthma-Spray halt immer Ja, dabei haben oder sowas, klar. aber Na, das ist es aber auch. ich hab halt so einen kleinen Rollkoffer und den bringe ich in dem Auto unter. Aber wenn ich jetzt einmal mit Kindern in Urlaub fahrst, dann brauchst du einfach mehr. Ist leider so. Ich habe keine Ahnung, also ich kann nicht mitreden. Ja, aber von dem her war es wurscht. Also den würde ich jetzt nicht so als Urlaubsauto durchgehen lassen, wenn man jetzt mit der Familie fährt. Aber so als Zweitwagen ist das eigentlich das perfekte E-Auto, finde ich. Er ist klein, sparsam, hat ausreichend Reichweite, fertig. Ich sag sogar, das ist für manche das ideale generelle Ja, Auto. für manche wahrscheinlich.